But sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you done in my head. Why don't you come on over, Valerie? Ich heiße Mayumi, ich bin 12 Jahre alt, bin jetzt gerade von Kalifornien zurückgezogen nach Niederbayern. Eigentlich war geplant, dort 3 Jahre zu leben, aber leider ist mein Opa dann über den Weihnachtsferien gestorben und dann mussten wir zurückziehen. Oh. Mayumi, das war richtig, richtig toll, was du da gemacht hast. Mich hat vor allen Dingen beeindruckt, was für ein Showmaker du bist. Also du singst nicht nur wahnsinnig gut, sondern ich habe mit umgedrehtem Stuhl gespürt, dass du die ganze Bühne eingenommen hast und dass du eine Vollblutmusikerin bist. Und das merkt man irgendwie total und sofort. Für mich hat es einfach noch nicht so ganz gereicht. Ich glaube, du brauchst einfach noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also die Energie war krass. Also das, was du hier übertragen hast, von dir in den Raum, ins Publikum und auch an uns, irgendwie war großartig. Das war mega. Es war hier und da, hat es noch nicht ganz mit den Tönen hier und da nicht so ganz gepasst und so. Und deshalb habe ich mich nicht umgedreht. Aber du hast es großartig gemacht und du hast hier einen mega Auftritt hingelegt. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Mayumi, du guckst die ganze Zeit da so hin. Wer steht denn da alles? Dort ist mein kleiner Bruder Migo, meine Cousine, meine Tante, meine Mom und mein Dad. Und machen die zufälligerweise auch Musik? Ja, meine Mom singt auch und sie haben auch zusammen eine Hobbyband und dort habe ich auch Auftritte. Oh, wow. Wie cool. Okay. Also, wollen wir vielleicht bei der Zugabe alle zusammen? Ich weiß ja nicht, wie es hier im Publikum aussieht, aber ich hätte mal Lust, da mal so eine kleine Kostprobe zu bekommen. Könnt ihr was Gerne. Abfeuern irgendwie? Wollen wir mal? Hol ihn mal rein. Falls die Family Bock hat. Weil ich dachte gerade, wenn schon eine Zugabe, dann vielleicht eine Vollgas-Zugabe. Okay. Servus. Servus, Lynn. Servus. Habt ihr Bock? Also wir wollen ganz kleine Musik für euch vorspielen. Million Reasons von Lady Gaga. Oh, cool. Wow. Okay. Das ist ein Megasong. Wow. Wow. Also das Lied ist eigentlich für Opa. Ja, genau. Ja. Opa ist sehr, sehr stolz auf Mayumi und leider ist nicht da, aber wir singen ein Lied für ihn. Schön. Ein Gruß geht raus zu ihm. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Oh, giving shit! Me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million Scheiße. Reasons. If I had a highway out, run for the hills. If you can find a driveway out forever, be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I
I bow down to pray and try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all his worn-out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Dankeschön. Ich schäme mich. Ich mich auch. Leute, was soll man da sagen, außer dass wir vier uns, glaube ich, alle gerade mega heftig in den Allerwertesten beißen, dass wir uns nicht umgedreht haben. Ich fand das nochmal wesentlich stärker als die Nummer, die du gerade performt hast. Das war so schön. Und du bist auch so ein Gesamtpaket. Irgendwie, du siehst super aus, hast einen coolen Style, bist schon mega selbstbewusst für deine 12 Jahre. Dankeschön. Also da ist richtig viel Potenzial. Also, lass dich von dem ganzen Ding hier nicht entmutigen. Bleib dran. Ich finde es auch toll, dass ihr als Family zusammen Musik macht. So schön. Das vibet richtig gut. Ihr habt das ganze Publikum hier außer Rand und Band gebracht. Dankeschön. Danke, dass ihr da wart. Oh Mann, ich schäme mich so. Ihr habt das so geil gemacht. War richtig toll. An eins glaube ich ganz fest, wenn du weitermachst. Würden uns, glaube ich, alle freuen, wenn du noch mal wiederkommen würdest. Bestimmt. Vielleicht seht ihr mich ja wieder. Gib uns noch mal eine Chance. Dankeschön. Wir wollen eine zweite Chance.